Langsam fanden sich einige 20 Mann. Die erkannten sich an einem Blick, an einem Wort, an einem Lächeln. Die wussten voneinander, dass sie zusammengehörten. Aber sie waren nicht regierungstreu. Sie waren beileibe nicht regierungstreu. Nichts weniger als das. Sie konnten keineswegs den Mann und den Befehl achten, dem sie bislang gehorchten. Und die Ordnung, die sie schaffen helfen sollten, erschien ihnen ohne Sinn. Sie waren Herde der Unruhe in ihren Kompanien. Der Krieg hatte sie noch nicht entlassen. Der Krieg hatte sie geformt. Er ließ ihre geheimsten Süchte wie Funken durch die Kruste schlagen. Er hatte ihrem Leben einen Sinn gegeben und ihren Einsatz geheiligt. Ungebärdigte, Ungebändigte waren sie, ausgestoßen aus der Welt der bürgerlichen Normen, Versprengte, die sich in kleinen Gruppen sammelten, ihre Front zu suchen. Da waren viele Fahnen, um die sie sich sammeln konnten. Welche flatterte am stolzesten im Wind? Da waren noch viele Burgen zu stürmen, noch viele feindliche Haufen lagerten im Feld. Landsknechte waren sie. Wo war das Land, dem sie Knechte waren? Den großen Betrug dieses Friedens hatten sie erkannt. Sie wollten nicht teilhaben an ihm. Sie wollten nicht teilhaben an der bekömmlichen Ordnung, die man ihnen schleimig pries. Sie waren unter den Waffen geblieben, nach einem unbeirrbaren Instinkt. Sie knallten allerorts herum, weil ihnen das Knallen Spaß machte. Sie zogen durch das Land, hierhin, dorthin, weil ihnen die fernen Felder immer neue gefährliche Dünste atmeten, weil ihnen überall der Ruch herber Abenteuer winkte. Dennoch suchte jeder etwas anderes und gab andere Gründe für sein Suchen an. Das Wort war ihm noch nicht geboten. Sie ahnten das Wort. Ja, sie sprachen es aus und schämten sich vor dessen verwaschenem Klang und drehten es, prüften es in geheimer Furcht und ließen es aus dem Spiel mannigfaltiger Gespräche. Und es stand doch über ihnen. In tiefer Dumpfe eingehüllt stand das Wort, verwittert, lockend, geheimnisreich, magische Kräfte strahlend, gespürt, doch nicht erkannt, geliebt, doch nicht geboten. Das Wort aber hieß Deutschland.